Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Dämonologie-Hexenmeister im Arati-Becken. Der ist zurzeit hier 276 PvP-Item-Level, spielen auch hier mit dem 4er-Set-Bonus, als auch mit zwei Legendaries natürlich, einmal Einigkeit als Maldraxus und Schreckensruf des grimmigen Inquisitors. Dann spielen wir ja noch PvP-Talente, und zwar Meisterbeschwörer für die Instant-Hunde. Wir spielen Teufelsjägerofen zum Kicken und Teufelsobelisk ist einfach ein extrem geiler Damage-Buff noch, den wir mit dazu haben. Dann stellen wir uns hier einmal unseren Staff auf, als auch ein Gateway zur Sicherheit. Man weiß ja nie, und ich würde sagen, wir stunnen gleich mal den Pali hier und poppen gleich mal unsere Cooldowns in der Hoffnung, dass wir hier Damage reinbringen. Aber wir sehen schon, er bubbelt einfach im ersten Global. Dann gehen wir hier aus der Bombe raus, nachdem hier ein Warlock auch noch zu mir kommen will. Können wir jetzt Shrink hitten, dann können wir den hier sonst vieren. Dann geht er direkt in den Cloak, das ist nicht so geil. Buffen wir mal all unsere Pets einmal durch, schauen, dass wir hier nochmal neue Pets mit am Start haben. Gehen hier nochmal für den AOE-Stun auf alle drei, schauen, dass wir nochmal alles dotten können. Der ist im Heal drinnen, der andere ist Bubble schon raus. Jetzt können wir vielleicht den Vari hier einmal killen, können wir killen. Wir schauen, ob wir den Schurken hier einmal stunnen können, wir können ihn stunnen. Dann holen wir hier nochmal neue Pets mit raus, tryen nochmal, ob wir den vieren können. Faken den Kick einmal und da vanisht er auch schon raus. Sehr, sehr schönes Opening von unserem Team hier. Richtig, richtig solide gespielt gerade. Schauen, dass wir unsere Hunde gleich wieder hinterher jäten. Hier den nochmal zudotten und den auch nochmal slowen, damit der Jane wegkommt. Und dann tappen wir instant die Base hier. Das war richtig, richtig nice Opening gerade. Und da, obwohl die, glaube ich, in der Pre-Made waren, er antitappt mich aber nochmal. Nachdem die nämlich auch einen ziemlich guten Go auf uns hatten mit Red, Vari und allem, zeitgleich geopend hier. Da kommt eh schon gleich nochmal der Support mit rein. Wir haben zum Notfall immer noch unseren Port hier ready, aber die dürften alle da hinten gleich wieder spawnen. Da vorne kommen eh schon die ersten ran. Da schauen wir, dass wir uns gleich nochmal einmischen hier. Da ballern wir gleich mal Pets rein. Die haben zumindest einen ziemlich low-gigerten Healer. Schauen, dass wir unseren Pylon hier gleich aufstellen. Kicken einmal ganz kurz hier den Magier. Schauen, dass wir ein paar Dots rausbringen. Und dann pushen wir ein bisschen zurück. Wobei, wir gehen hier einmal kurz für den Absorb, damit wir hier eventuell nicht instant umfallen. Der Vari kommt auch schon wieder rein. Pushen hier noch weiter zurück. Neue Pets können wir rausholen. Stun den Vari hier hinten. Pain Suppression geht raus. Stunt ist aber mal. Geht hier nochmal für ein 4. Da brauchen wir uns eigentlich nicht rausholen. Slowen den Vari, aber der stirbt gerade nicht. Wird nochmal reingegrippt hier. Dotten hier ein paar zu, damit wir wieder ein paar Splitter mit dazu kriegen. Und dann hauen wir hier gleich nochmal ein paar neue Pads rein. Kicken einmal den Healer. Jetzt machen wir Big Go hier. Holen unseren Big Boy mit raus. Schauen, dass er eventuell reinrotzen kann. Unsere Shards müssen wir verbrauchen, denn da laufen gleich mal die ersten Dots aus. Und dann schauen wir, ob wir da eventuell ein bisschen Damage reinkriegen. Pushen hier ein bisschen zurück gerade. Gehen hier einmal für Coil, einfach nur damit wir healen, und dann leechen wir den hier. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht den Hunter unten stunnen können. Da können wir ihn snipen. Sehr, sehr nice. Richtig, richtig nice. Jetzt beschwören wir unser nächstes Pad hier. Einfach kurz unsere Bonuswache, damit wir hier nochmal einen Stun ganz kurz haben, und dann slowen wir hier nochmal alles weg. Der Pali, den hat es gerade einfach zerrissen vom Hunter, glaube ich. Der Hunter hat gerade Full Go auf dem. Der ist einfach explodiert gerade. Der ist einfach explodiert. Ansonsten komme ich hier gerade leider nicht hinterher. Aber es sieht so aus, als würden wir gerade einen Zerg aufbauen. Für die Base hier drüben, da ist ein Schurke gerade in den Stealth gegangen. Wir schauen, ob wir ihn stunnen. Wir erwischen ihn sogar mit Stun. Sehr, sehr nice. Yo, 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 Alter. Ich spiele ja gerade out of my mind. Schauen, dass wir hier gleich wieder zudotten. Immer schauen, dass wir unser Verdammnis rausbringen, weil damit generieren wir natürlich nochmal Schaden dann über die Zeit. Und das ist immer sehr, sehr geil. So, jetzt stellen wir uns kurz einen neuen Port, schauen, dass wir unsere Hunde wieder rausholen. Unsere Hunde empowern wir, denn das ist eigentlich auch unser Main Damage. Dann schauen wir, dass wir hier drüben wieder slowen können, wenn es gerade geht. Und schauen, dass wir hier ein paar Shards kriegen, aufgrund von unseren Dots, die wir hier rausballern können. Stun hier einmal. Hundi haben wir noch nicht ready. Das heißt, wirklich viel Damage habe ich gerade noch nicht am Start. Ich kann hier nur so ein bisschen Mini-Damage gerade reinballern und uns vielleicht einmal kurz shielden. Dann werden wir einmal hier Fluch der Sprachen benutzen, damit der Magi hier nicht so schnell Frostblitze rauskriegt. Neun Hunde gehen raus. Jetzt haben wir Big Damage wieder ready. Big Damage geht raus. Unser Boy ballert hier rein wie wahnsinnig auf den Mage. Und den Mage soll's da rein. Alter, die Pets einfach. Die ganzen Pets einfach. Sie drehen komplett durch. Wir kicken hier einmal kurz den Heal. Schauen, dass wir den Hunter hinten stunnen. Ich will am liebsten auf den Hunter gehen. Shrinketten hier den Coil. Schauen, ob wir da hier eventuell rauskommen. Wir wollen hier Double wollen. Hier werden zurückgegrippt. Sehr, sehr nice Ding. Und schauen, dass wir hier gleich mal unsere Pets am Start haben. Aber da war ein Arcane Mage Opening gerade auf dem. Das hat er nicht ganz überlebt. Wir können unsere ganzen Pets hier nochmal empowern mit dem Pylon ganz kurz, damit wir den Healer vielleicht noch down kriegen. Aber den Healer scheint es eh schon komplett zu zerreißen. Alter, das war mal richtig nice Openings hier. Vielleicht kriegen wir die Mine auch noch. Dann können wir vielleicht hier einen Instant Win gerade rausholen. Aber ich glaube, wenn wir nach unten pushen, haben wir das Problem, dass wir wahrscheinlich oben verlieren werden. Defensiv sieht es bei mir gerade sehr schlecht aus. Ich habe nämlich gerade keinen Wall und keinen Absorb. Und ich habe keine Trinket.
Und anscheinend die Schmiede. Okay, Schmiede ist Biggest Ding. Das kriegen wir nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen hier gleich mal auf Magier. Magier gehen wir hier gleich mal Cast Speed Reduction, dann Stun Vane, weil er hat schon Combustion. Es gibt keinen Grund für mich da gerade reinzugehen. Meine Pets machen nämlich eh von alleine den Schaden, da brauche ich nicht wirklich viel machen. Dann können wir ihn hier einmal coilen, dann schauen wir, ob wir einen Cast durchbringen. Er geht hier in den Eisblock, da können wir nichts dagegen tun gerade. Wir können nur schauen, ob wir ihn hier vielleicht vieren oder eventuell Fake casten können. Faken können wir ihn nicht, nachdem er nicht für einen Kick gehen will. Wir gehen hier für einen Absorb. Hauen hier einmal unsere Pets raus, dort nehmen, wobei das kicken wir hier ganz kurz. Dann holen wir unseren Big Pet raus, wobei brauchen wir unseren Big Pet überhaupt? Er ist zumindest brockt hier und er zerreißt ihn eh schon, dann können wir ihn hier noch finishen. Holen noch ein paar Bonus-Pets hier raus, damit er hier gone ist. Und dann looten wir ihn, damit wir hier die Base noch abstauben können. Und dann können wir hier als Undead natürlich die Leiche einmal kurz verspeisen. Also die Untotenfähigkeit hier mit Kannibalismus. Dadurch regen wir uns hier nochmal massiv gegen. Und dann gehen wir ja einfach für den Absorb und laufen so schnell wie möglich von der Base weg, weil defen will ich gerade echt nicht. Defen will ich gerade wirklich nicht. Habe ich gerade mega keinen Bock. Außerdem, Stelle ist gone. War irgendwie logisch, weil unser ganzer Zerg ist natürlich jetzt komplett aufgesplittet, nachdem wir gerade Schmiede verteidigt haben. Irgendwas verlieren wir noch. Einer ist gesappt. Okay, Lumbermill kommt Big Ink. Da kann ich eventuell noch helfen. Der Schurke, oh, unser Hunter hat den Rogue ausgespielt, wobei der hat einen Healer mit dabei. Der hat schon mal das Opening hier gleich, den Knight gegen den Outlaw Rogue, nachdem wir gerade noch Solar Plexus gesehen haben und wir sehen noch zwischen die Augen als Debuff gerade. Aber vielleicht können wir dem Hunter oben helfen gerade, da sind auf jeden Fall zwei Dizzy Priests mit dabei, sehen wir aufgrund der Läuterung des Bösen zweimal und wir sehen, dass ein Fire Mage mit am Start ist. Von uns ist ein Vare gerade oben, Banner ist angegangen, wir haben hier noch unser Gateway gerade mit am Start und jetzt können wir hier mit reinrotzen, schauen, dass wir unsere Dots hier gleich wieder verteilen, Dots gehen raus, Cast Speed Reduction, gehen wir auf dem hier, den Hunter gehen wir auch nochmal attacken, hier coilen den einmal ganz kurz, ich habe leider noch fast nichts ready gerade, da ist gerade ein bisschen ungut, aber ich glaube, wir wipen die hier relativ fix gerade. Ich hätte jetzt wieder meinen Big Damage gerade ready, weil ich habe meinen Hundi wieder am Start. Aber ich glaube, wir zerreißen die schon. Kann ich den da oben noch slowen? Okay, das bringt nichts, weil der fliegt halt eh schon weg. Haben wir vorne jetzt noch was? Ne, die Mine ist natürlich jetzt wieder weg mittlerweile. Das war irgendwo klar. Aber wir haben da drüben, glaube ich, ein bisschen was. Ich habe noch Gleiter mit dabei. Nachdem ich mit dem kein Ingi bin, muss ich die immer so benutzen. Aber vielleicht können wir da vorne ein bisschen mithelfen. Das sieht nämlich nach Schmiede-Ink aus und ich habe gleich alles ready. Ich brauche nur noch 10 Sekunden, dann kann ich einen komplett wegbursten gerade. Ich habe noch zwei Core-Aufladungen, aber die kriegen wir nicht mehr raus, glaube ich. Na, die kriegen wir nicht mehr raus. Ich stelle mir hier einmal einen Port auf zur Sicherheit. Und dann schauen wir, dass wir uns hier gleich mal einmischen. Schicken gleich mal unsere ersten Pads rein. Wobei, der Arcane Mage hat den gerade komplett zerfetzt. Alter, der Arcane Mage hat so Heavy Burst gerade. Das ist ja nicht mehr schön. Das ist ja nicht mehr schön. Ich krieg meinen Burst hier gar nicht an, einfach. Ich krieg meinen Burst gar nicht an. Bis ich da bin, ist immer die Action vorbei. Was soll denn das jetzt? Bis ich da bin, ist immer die Action vorbei. Wir haben ja einmal einen Vari. Wir stellen uns zur Sicherheit einen Port hier auf. Dann slowen wir den einmal. Geben die mir einmal Coil. Schicken gleich mal unsere Pets raus. Reflect hat er noch ab. Reflect ist down. Schauen, dass wir hier gleich mal unsere Biggest Pets rausholen. Biggest Pets sind raus. Wir haben Big Damage. Wir stunnen ihn auf unseren Burst. Go hier nochmal mit dazu. Und dann soll es ihn hier eigentlich von unseren Pets komplett zerreißen einfach. Dann haben wir den ersten Vari schon mal down. Der zweite hat sich ein bisschen zurückgezogen. Läuft ja auch noch mit dem Sprint-Debuff ab. Und ich glaube auch gar nicht, dass er versucht, überhaupt die Base zu halten, weil wir einfach zu viele sind. Außerdem habe ich noch meinen kompletten Raid ab, aber da kommt er eh schon. Wir stunnen ihn direkt drauf auf seinen Go. Trinket hat aber instant wieder raus. 17.000er Demon Bolt. Und aus und vorbei ist es. Druid fliegt hier noch runter. Wir können ihn einmal ganz kurz vieren. Dann werden wir ihn gleich dotten. Und eventuell können wir hier noch drauf stunnen. Stunnen ihn einmal. Wollte sich gerade healen. Den nächsten Heal kann ich sonst kicken, wenn es wäre. Aber ich glaube, den kriegt er gar nicht mehr raus. Meine Wichtlarmee schießt ihn einfach komplett über den Haufen hier gerade. Die haben uns jetzt die Säge abgezogen. Stelle haben sie nach wie vor. Wir haben wieder unser Schild parat. Das heißt, wir buffen uns natürlich gleich wieder unser Schild. Damit wir hier so stabil wie nur möglich sind. Warlock ist halt ein bisschen squishy geworden, weil er halt jetzt den Rüstungsbuff verloren hat. Aber dafür hat er halt einen HP-Buff bekommen. Nochmal um 10%, um es halbwegs auszugleichen. Wir haben hier vorne einen Magier parat. Ich habe nicht gerade allzu viel Damage. Ich würde aber trotzdem gern reingehen. Deswegen hauen wir einfach mal kurz meine Hunde rein. Debuffen mir einfach mal alles. Schauen, dass wir dem hier Cast Speed Reduction geben. Gleich wie den ganzen anderen hier. Den ganzen Caster, damit die nicht allzu viel mit mir anfangen können. Werde wahrscheinlich gleich mal einen Silence kassieren, tippe ich mal. Genau, da ist auch schon der Kick. Werden hier nochmal scattert von dem Hunter. Der Hunter ist überhaupt hinter mir. Wir coilen den gerade nicht. Er outranged mich. Oh mein Gott, Alter. Im letzten Moment outranged er mich, wo ich gerade den Nein hätte können. Oh, das ist gerade schade. Das ist gerade wirklich schade. Er ist einfach im Stealth neben mir aufgetaucht, glaube ich, oder? Oder habe ich den einfach nicht gesehen? Weil die sind da gerade alle irgendwie.
Die sind da gerade alle Richtung Stelle. Wir verlieren aber, nee, wir verlieren nicht Mini, wir verlieren Säge, glaube ich. Oder Säge haben wir gar nicht. Nehmen wir mal, Säge haben wir gar nicht. Was haben wir da vorne gerade am Start? Da vorne haben wir einmal den Druid mit am Start. Der Druid, der macht sich schon wieder aus dem Staub. Der hat gerade gar keinen Bock drauf. Wir stellen uns hier mal so ein Safety Gateway. Man weiß ja nie. Wenn das jetzt nochmal passiert, will ich da nämlich raus gerade. Wenn das jetzt nochmal passiert, will ich da raus. Aber die openen einfach neben mir. Convoke stoppen wir direkt. Und wir machen Big Escape. Wir starten hier. Die buffen den einmal. Hunde gehen raus. Der Hunter ist neben mir auch schon. Schauen, dass wir ihm Unity abhaben, damit uns der nicht stoppen kann. Slowen den Hunter einmal. Empowern hier unsere ganzen Pets. Schauen, dass wir noch mehr Pets beschwören können. Könnten ihn sonst noch coilen. Er geht hier totstellen. Coilen ihn nochmal. Slowen ihn drauf. Da kommt nochmal der Slow oder beziehungsweise der Silence von der Eule. Er rennt wie wahnsinnig. Unsere Wichtel kriegen wir gerade nett raus. Vielleicht können wir den Druid gleich nochmal slowen. Können wir gerade nett. Wir stellen uns ein Gateway in die Mitte rauf. Stellen uns aber einen Port auch einen neuen auf. Den Rogue kriege ich gerade den Infight. Wir versuchen mal den Random hier rauszustunnen. Kriegen ihn gerade nicht. Was? Er ist so lucky einfach. Wir tryen hier für den Stun zu gehen. Kriegen den Stun gerade nicht. Aber der Arcane Mage covert uns, indem er den hier einfach wieder mit seinem Burst Go einfach komplett zerstört. Das hat er gerade überhaupt nicht gesehen. Der Outlaw Rogue. Aber unsere Gruppe hat das relativ gut geregelt gerade. Wir können uns hier wieder für einen Heal einmal durchbuffen. Ist Wunder, dass das so knapp ist. Mir kommt vor, wir dominieren schon recht hart. Aber die holen down die Basen und halten die recht lange immer. Demon Hunter drüben scheint das zu deffen. Unten ist auch kein Ink. Bei unserem Hof ist gerade Ink. Der geht hier eh schon down. Aber wir dürfen fast nicht von Stelle weg, weil sonst haben wir Stelle gleich wieder verloren. Denn da kommt eh schon wieder Ink von allen Seiten. Weil die haben halt Respawn oben und die kommen halt von der Säge auch noch runter. Aber vielleicht können wir da an der Säge gerade noch was reißen. Ich weiß nicht recht, was da oben defft, aber wir brauchen da auf jeden Fall nochmal einen Port. Big Go hätten wir nämlich ready, wenn es gerade wäre. Vielleicht können wir da halbwegs ein Play machen. Wir haben aber kein Gateway, beziehungsweise haben wir gerade Gateway Cooldown. Wir schauen, dass wir uns hier ein paar Sachen stellen, mal zur Sicherheit. Haben hier hinten mal den Port aufgebaut. Vielleicht ist der Port zu weit weg. Wir haben hier einen Paladin mit am Start und der Paladin gibt direkt die Base auf einfach, oder was? Der Paladin gibt direkt die Base auf. Wir slowen mal den Vari, dotten den hier direkt, stellen uns ein neues Gateway hier, coilen den Instant, damit er hier nochmal weggeht von uns. Dann stunnen wir ihn drauf. Jetzt haben wir unseren Big Go. Biggest Go geht raus. Nächster Stun geht raus. Wir empowern alle unsere Pets einmal kurz. Dann schauen, dass wir nochmal einen Shard kriegen. Ansonsten können wir nochmal für den Stun tryen. Wir stunnen nochmal. Er kickt mich. Wir gehen für den Absorb jetzt hier. Er viert leider alle meine Pets weg. Wir holen nochmal unsere Dämonenhunde raus. Und dann können wir den Vari jetzt zerreißen. Da war gerade noch ein Magi irgendwo, aber den habe ich gerade irgendwie aus dem Auge verloren. Oder er ist gelieft. Entweder ist der Mage gerade gelieft oder ich habe ihn komplett aus dem Auge verloren gerade. Bin mir nicht ganz sicher, aber Porten hätte ich gerade nicht können, wer sich da wundert, weil beim Port ist natürlich das Problem, dass ich da im Spear drinnen stand. So, was haben wir hier drüben? Ach, der ist hier rübergegangen gerade. Der ist hier am Hof mit dabei. Wir schauen, ob wir Hof noch antitappen können, weil die haben eh nur einen Rogue. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sie gerade die Base von mir stehlen wollen. Wir schauen, dass wir hier gleich mal wieder halbwegs Pressure am Start haben. Bubble geht aber instant raus. Wir kicken hier einmal Frost in der Hoffnung, dass wir vielleicht den Magi hier globeln können. Stun da nochmal drauf, aber BG ist schon vorbei. Meine Ghost bringe ich noch nicht so ganz gut an als Demolog. Normalerweise wäre es halt immer einmal die Hunde reinschicken oder beziehungsweise Verdammnis drauf, Hunde reinschicken. Dann kannst du halt direkt hier mit Grimoire rein, dann kannst du den Tyrannen beschwören, kannst halt Hand reinballern und dann hast du deinen Quick Go. Ansonsten für Big Go bräuchte es halt einen längeren Zerg, wo ich halt mehr Pets anbringe, weil umso mehr Pets ich habe, umso mehr Damage macht dann der Tyrann. Kann man sich sonst nochmal hier anschauen gerade. Schauen wir nochmal Gesamtdaten rein von dem Arati-Becken gerade. Unser Damage Breakdown, Schreckenspiercher sind auf Platz 1. Das ist natürlich durch den 4er-Set-Boni, aber ja die 3er-Beschwörung. Dämonenfeuer, das ist unser Tyrann, also unser Big Ball, unser Big Cooldown. Und der macht umso mehr Damage, umso mehr Pets wir haben, weil der quasi sammelt sich die HP von allen Pets zusammen. Wenn man jetzt Nightfee wäre, würde er noch mehr Damage dann zusätzlich machen. Und zu guter Letzt haben wir noch Dämonenblitz. Das macht bei mir ein bisschen mehr Schaden, weil ich halt Maltraxus bin und da kann ich die Fähigkeit empowern und deswegen hat sich einmal für 17.000 reingehittet. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.